Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir haben in der letzten Folge die Gamma-Kanone bekommen. Die scheint, also die macht super viel Gamma, hier nichts Gamma-Schaden, Strahlungsschaden. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass Strahlungsschaden nur gegen menschliche Gegner, also nicht gegen mutierte Tiere, Roboter und Ghule hilft. Nur gegen Menschen, aber hier gibt es ja mehr als genug davon. Da werden wir schon die ein oder andere Möglichkeit finden, diese zu benutzen, glaube ich. So, wir müssten eigentlich da runter. Wir gehen nochmal hier hin, weil wir ja ziemlich weit durch das Rationierungslager durch sind in der letzten Folge. Gehen von hier aus mal nach Süden. Genau, hier war... ich erinnere mich. Hier waren wir letzte Folge. Da waren ein paar... Kogelorge. Die haben wir platt gemacht. Und jetzt haben wir keine Munition mehr für unsere Pistole. Was macht die da? Okay, schnell speichern, wir probieren's. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen konntet, aber da vorne befindet sich... Eventuell, ja, ist auch, weißt du, es reicht ja nicht, dass es eine scheiß Todeskralle ist. Es muss eine legendäre Todeskralle sein. Es geht einfach nicht anders. Also bitte. Dafür haben wir die kleinen Freunde hier. Nimm das! Oh, ich glaube, das reicht. Wow, oh, ist die hingeflogen? Alter! Scheiße. Ich glaube, das hier macht nicht so viel Schaden. Ne. Ich kann ihn hinter mir spüren. Ich will aber nicht. Oh Gott, ich glaube, das war's. Lauf! Es tut mir leid, dass ich eine Atombombe nach dir geworfen habe. Oh, du miese Sau. Oh Gott, ich glaube, das war's, oder? Nein, ich bin... Ah! das... Probieren wir direkt nochmal. Allerdings mit der Plasmawaffe. Nimm das! Erneut, du Monster! Das war dumm. Okay, sorry, ich muss jetzt gerade mal nochmal laden, denn ich habe vergessen, die Atomgranaten auszurüsten. Wo haben wir sie denn da? Ich würde auch gerne einen kritischen Treffer direkt landen. Ich soll wieder zurücklaufen. Das war's dann wohl für dich. Es hat kaum Schaden gemacht. Ich glaube, wir sollten die Waffe benutzen. Ja. Nein. Bleib da, bleib da, bleib da. Das hat gesessen. Okay, die darf uns nicht erwischen. Scheiße, jetzt ist auch noch mutiert. Nein, jetzt explodiert das Ding. Wo ist er? Boah, wie der die Pipe hier rumkickt. Was geht denn bei dir? Beine zerstören, Beine zerstören. Falsche Waffe. Huch. Wer ist denn das? Oh, guck mal hier. Siedler kommen, um uns zu helfen.
Jetzt wird's ernst. Ich muss das Bein verkrüppeln. Lauf! Lauf! Ich kann ihn hinter mir spüren. Förmlich. Wortwörtlich! Tötet sie. Oh, jawoll. Drecksau. Was ist denn das? Wirklich? Ist das euer Ernst? Wir töten eine legendäre Todeskralle und was bekommen wir? Ein fucking Nudelholz, was wir gegen Roboter einsetzen können. Bitte, Hilfe! Schnell, sie ist hier drin, hilf ihr! Was? Er braucht Hilfe. Moment, Hardware Town? Moment. Moment, irgendwas mit irgendwas Hardware Town, das kommt mir bekannt vor. Irgendwas habe ich über Hardware Town gelesen. Hardware Town. Ich kenne das. Irgendjemand ist da drin gefangen. Ganz ehrlich. Huch. Entschuldigung. Wir gehen da mal rein, wir gucken mal, wem wir da helfen können. Sie ist hier hinten. Schnell. Was gibt's denn hier? Was ist denn das? Wie ist das denn hier? Hä? Hey, du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Was? Sie kommen jetzt hier entlang. Das gefällt mir nicht. Wollen die uns verarschen eigentlich? Echt jetzt? Die unterhalten sich, während wir hier rumlaufen? Okay, Leute, wenn ihr uns schon verarschen wollt, dann macht's wenigstens ein bisschen subtiler. Das ist ja wirklich lächerlich. So lange. Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Scheiße. Soll das verstehen? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Mann! Okay, hat auch nichts gemacht. Allerdings sind da halt ein Gegner. Ich habe euch gesehen. Ja. Wir sind hier nicht allein, Blue. Was haben wir? Haben wir keine? Wir haben Sonnengranate noch. Das, was braucht, weiß ich nicht. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Was ist denn hier Hardware Town? Ist das sowas wie Best Buy oder was? Dann ist doch nur eine Verbindung für das Zeug. Verdammt. Hab ich dich. Da sind sie wieder. Was ist denn mit euch los? Habt ihr irgendwas? Kampfgewehr Plus? Das verursacht mehr Schaden? Wirklich? Unseres macht 68. Das macht 46? Hä? Okay, verarschen kann ich mich aber ganz gut selbst. Hä? Was ist das? Ach, das ist so wie so eine Art Baumarkt, oder was? Ist das denn so, ja? Oh, geil. 44er. Müssten wir auch mal wieder mitnehmen. Wir haben eine, aber... Na also. Ist das hier? Hightech-Beleuchtung. Ah, ja. Ah, ja. Was gibt es hier? Aha.
Danke sehr. Stimmt, das war die Geschichte. Ja, das haben wir aber gar nicht mehr hier, die Quest. Oder? Da, suche im Baumarkt nach Farbe. Das war das hier. Grün wollte haben. Verdammt, stimmt, wir sollen ja zusammenmischen. Hier, Farbmischer. Können wir das nochmal machen? Ne. Okay. Das da unten gefällt mir nicht, wenn da überall Tote sind. Da bin ich ja mal ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Subgeil. Aha. The Fence. The Fence ist wieder Ödland. Nee, ich möchte ganz gerne erstmal da runter. Also ganz gerne nicht, aber ich möchte erstmal hier runtergehen. Das ist auch immer hier. Okay, die sind ja eingebrochen und haben sich gedacht, oh, scheiß drauf, wir töten einfach mal alle. Aber das ist schon assi. Das ist sehr, sehr assi. Ah, wo sind wir hier? Ah, das ist das. Okay. Fans? Gucken erstmal, was es hier so gibt. Scheint auch nicht verseucht zu sein. Weil ich mir ja da nie hundertprozentig sicher sein würde. Es ist halt nur nicht verstrahlt, das Wasser. Ob es so gesund ist? Ja. Wie gesagt, nicht drauf wetten. Piper hat es gefallen. Ich finde das geil, wenn wir Sachen aufbrechen. Jetzt sind wir... Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Aha. Das ist interessant. Moment, kann ich? Hey. Sag einfach. Die hatte doch hier eine Waffe, und zwar das hier. Kann ich Bescheid. Das da rausbauen? Ah, das ist eine Rüstungsbank. Nee, das andere war eine Waffenwerkbank, oder? Das hier. Jawohl. Kann ich aus dieser Waffe das große Magazin rausbauen? Nee, kacke. Ah, scheiße. Ah ja, was soll's. Dann haben wir das jetzt aber, oder? Ja. Kehre zu Abbott zurück. Das machen wir. Allerdings... Shepeda. Wir wollen jetzt erstmal hier... Was war das? Somerville? Irgendwelche Raider-Probleme lösen. Die uns der gute Preston auferlegt hat. Wir müssen mal wieder eine Baufolge in... Hier in The Hood machen, in die Burg. Wir gehen zurück nach die Burg. Aber später. Du benimmst dich. Was? Hey. Wohin? Was hast du gesagt? Weiter. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist.
Ich bin nicht immer nett. Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören... Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. Piper! An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Du hast keinen Hut. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Hm. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Ja, das ist tatsächlich wahr. Leider ja. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen in Commonwealth auf, in einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen! Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Ha. Das hört sich ganz interessant an. Ich mag diese Geschichten immer. Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Als Irgendwann Gamble. Hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Hm. Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, ja, das kann man jetzt so und so sehen. Tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Kein Ding. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Also zwischendurch mal so eine Geschichte schadet ja nicht. Ich meine, was sollen wir nur rumlaufen, uns schweigend anstarren? Ich wollte schon sagen. Ich dachte gerade schon, steht da noch eine Todeskralle? Nein, das ist noch die von vorhin. Oh Gott. Das war ein ekliger Kampf. Doch schon. Irgendwie. Komm. Mehr deine Mal ein bisschen. Ich würde trotzdem immer noch gerne... warum nachladen? Ach so, 30 Schuss? Diese Waffe ausprobieren. Ich wollte gerade... Warum müssen es immer legendäre sein? Ich meine, wir spielen auch schwer, oder? Okay, der sitzt jetzt aber. Oh... Haben wir ihn gewonshottet? Ich glaube ja. Oh, das Ding ist geil. Bald können wir es umbauen. Ich freue mich darauf. Ungemein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, keine mehr. Ist gut, wenn man einen legendären Ghoul direkt one-shotten kann. Zusätzlichen Schaden mit fortschreitender Nacht und weniger Schaden am Tag? Okay, das ist wirklich, ja, nee. Einfach nein. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Werde ich natürlich speichern. Wir lagern natürlich alle unsere legendären Waffen. Aber am Ende, wenn wir fertig sind, mal so ein Fazit machen, aber benutzen werde ich echt nur ganz, ganz wenige. Also wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, weil es muss halt, zum Ersten muss der Effekt natürlich stimmen. Dann muss zusätzlich noch
der Effekt zur Waffe stimmen, beziehungsweise die Waffe muss stimmen, dann muss der Effekt stimmen und der Effekt muss zur Waffe stimmen. Es sind quasi drei Kriterien, die zutreffen müssen, im Prinzip, damit wir diese Waffe tatsächlich aktiv benutzen werden. So wie wir die hier ab und zu benutzen. Es ist eine Laserwaffe, ist gut, der Effekt ist gut und der Effekt auf der Laserwaffe ist gut. Wenn wir jetzt wieder so einen Effekt hätten, zum Beispiel diese Geschichte mit dem verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Der Effekt ist gut. Der Effekt ist aber auf einer MP nicht gut. Der Effekt ist auf einem Snipergewehr gut. So Sachen. Wenn wir so einen Effekt auf einem Snipergewehr hätten, das wäre top. Dann würden wir mit einem 50er fast alles one-shotten. Fast sogar Todeskrallen. Wenn das Ding ganz gut geupgradet wird. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Fischreiherturn. Ach so, ein Reiher ist übrigens ein kleiner See. Beziehungsweise ein See eigentlich. Tja, sollte man aber besser aufpassen, ne? Liegt einfach vor uns direkt noch eine. Geil. Ich löse diese Felder immer gerne selbst aus, bevor es ein anderer macht. Hier rein? Ja klar, sieht sicher aus. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber. Ganz ruhig. Das ist eine Werkstatt. Ganz ruhig. Hoppla, ganz ruhig. Ich will nur reden. Klar, du bist aus dem Commonwealth reinspaziert, um mit Zins zu reden. Wir sind Zins? Was ist ein Zins? Kommst du nicht aus... Oh, wir wissen, was ein Zins ist. Oder bist du einfach nur strohdumm? Okay. Diese Leute, ich sag nicht, wie sie heißen, falls das was aktiviert, aber sie ersetzen Menschen durch Maschinen. Statt Zahnrädern und Motoren bestehen sie aus Blut und Organen, die synthetisch sind. Jeder kann es ja, sein. Stimmt. Und du bestimmt auch. Jeden aber Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe Orange. Oder irgendetwas anderes und bumm. Ist sie jetzt ein Synth oder denkt sie nur, sie wären Synth? Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Ich will dich nicht töten. Ganz ruhig. Reden doch nur. Warum nimmst du nicht den Finger vom Abzug? Gut. Das heißt aber nicht, dass du hier willkommen bist. Komm mal runter. Hast du Flugsins begafft? Gehst du jetzt, bevor sie mich dazu bringen, dir weh zu tun? Du hast offen zugegeben, ein Sünd zu sein. Als Mitglied nein. der stählernen Bruderschaft ist es meine Pflicht, dich zu beseitigen. Obwohl. Die stählerne Bruderschaft? Ah, du kannst das gerne versuchen. Du dumme Bitch. Jetzt bist du fällig. Stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Wir gehören ja zur Bruderschaft. Ich dachte gerade, nein, ich wollte die nicht. Ich wollte die nicht töten, aber die hat das gehasst. Weißt du, mir scheißegal, wie das ist. Wir gehören zur stillen Bruderschaft. Es ist unsere Pflicht, Sins zu beseitigen. Ich finde das aber cool. Das war nice gerade. Hä? Was sind... Nee. Okay, wie groß ist denn das Gebiet hier eigentlich? So, es geht auf jeden Fall. Es geht hier oben durch. Es geht hier hinten entlang. Ich schaue mir nochmal an, wie groß das Gebiet zum Bauen ist, damit ich so ungefähr weiß, was man daraus machen kann. Ah, ja. Es geht eigentlich sogar. Wir haben zwei große Gebäude, die man auf jeden Fall. Boah, das ist gut hier. Das ist richtig gut. Hier kann man definitiv was draus machen. Ich müsste dann auch eins von hier zur Burg quasi machen. Ein, wie heißt es? Versorgungsdingsbums da, ne? Versorgungsroute, sowas. Das kommt erstmal alles weg. Ja, diese ganzen... Ich glaube, ich mache da mal eine Special-Folge dann raus, wo wir halt rumlaufen und all möglichen Scheiß... verarbeiten. Das Ding stelle ich mal erstmal hier raus.
Damit wir hier drin Platz haben. Das hier können wir aber nicht verschrotten. Ne, hier geht's sogar. Oh, hier geht's sogar. Aha, guck mal einer an. Huch. Was? Hä? Warte, was hat denn jetzt? Wo hab ich denn das jetzt? Wo hab ich das denn jetzt herbekommen gerade? Hä? Hab ich hier gerade. Hä? Guck mal, das kleine Gebäude gehört sogar auch noch. Das ist auch. Oh mein Gott. Das ist eine echt geile Location hier, muss ich sagen. Aber das Ganze. Nee, stopp, das machen wir nicht hier. Nicht jetzt, eher gesagt. Wir nehmen das hier alles mit. Sieh an, ein echter Klassiker. Hey. Geben das ab. Bei ihr. Okay. Wir sollten allerdings. Mal zurück zu der Burg und den ganzen Schippes da abgeben. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Okay, hier können wir jetzt gerade nichts machen. Hier haben wir nur eine neue, sehr schicke Siedlung, muss ich sagen. Da werden wir hier vorne auf jeden Fall eine Mauer drumherum machen, mit Tor und allem. Hier hinten. Na, eher da oben noch eine Mauer. Wann nennt ich das einer von... Wohl, wir müssen ja erstmal... Moment... Wir haben noch gar nichts erkundet hier. Es ist zwar unsere Siedlung, aber erkunden müssen wir trotzdem. Cool. Funkleit Strahlplutz könnte ich platzieren, mache ich aber noch nicht. Damit hier noch keine Leute hingehen, weil wir hier noch nichts bauen. Wo ist denn das? Okay, zu was gehört das? Zu was hat das hier gehört gerade? Machen wir alle Toren auf, alle Türen auf, damit die Leute hier später keine Probleme haben. Hä, zu was gehört? Zu was hat jetzt diese Falle bitte gehört? Das war ein Stolperdraht. Hä? Ist hier irgendwas geschossen? Aha. Bingo. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwann mal einer reinläuft, ne? Nicht wahr? Oh, das ist auch nicht schlecht hier oben. Ach, guck mal einer an. Schön. Geil. Können wir jetzt da... Ach, easy. Taktisch gehärtet. Boah, macht unsere auch so viel Schaden? 77 und 86. Tatsächlich nicht. Boah, das ist echt geil hier oben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Siedler, dem wir eine Versorgungsroute hierher zuweisen können. Damit wir da auch verbunden sind. Genau. Was ich allerdings mal testen wollte mittlerweile, ob es geht. Wir waren ja eh gleich zur Burg. Aber wir haben ja die komische... Wie hieß sie gleich? Marcy? May? Marcy? Irgend sowas? Als Versorgungsroute zugewiesen und funktioniert das jetzt hier? Nee, das funktioniert noch nicht. Aber warum nicht? Was? Hä? Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich. Ich würde gern handeln, ja? Klar, ich schaue es mir an. Wenn du das meinst? Mhm. Weg. Weg. Das nicht. Ja, na komm, weg. 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 Weg.
Das war Waldemar. Kleidung haben wir nicht so wirklich viel. Hä, aber warum geht das denn nicht? Ich habe gelesen, dass man das... Was sind denn überhaupt die ganzen Leute? Die schlafen wahrscheinlich alle. Ich habe gelesen, dass man die da zuweisen kann. Und dass man dann da geteiltes Inventar quasi hat. Aber warum funktioniert das denn nicht? Vor allem, wo sind die Leute alle? Okay, da latscht einer rum. Da unten ist sie doch. War sie das nicht? Was macht der? Okay, der macht Essen. Ja, das ist sie doch. Zu? Hä? Kindergrippe? Warum, wo ist die Burg hin? Moment. Ist mit der Burg irgendwas gerade? Daten, weg. Die Burg. Null Schutz. Drei Leute. Stimmt. Das machen wir noch, keine Sorge. Ich muss mich dann nochmal schlau reden, lesen. Ja, ich muss mich schlau reden, genau. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zurück zur Burg. Legen den ganzen Schrott rein und dann beenden wir die Folge. Ich kann verschiedene Arten von Power-Rüstung zusammenbauen. Allerdings sieht das hier gerade ein bisschen komisch aus. Wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Das ist wahr. Wer ist denn das? Ich kenne dich noch nicht. Hallo. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Ja, komm, wir reden noch kurz mit dir. Was willst du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Die Idioten? Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Die Minutemen sind wieder die Guten. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Waffenkammer? Bastion. Was höre ich da? Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Ach, das ist das Ding hier. Ich zeig's dir. Ah. Das ist da, wo wir letztens Licht gesehen haben. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Naja, aber nicht in dieser Folge, wollte ich gerade sagen. Komm. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Können wir machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Also, in diesem Sinne... Ah nee, in diesem Sinne ja. Ich sag schon mal, viel Glück, viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich werde jetzt hier noch... Was kann ich für dich tun? Scheiße! Nach dir. Das wollte ich nicht. Wir werden jetzt hier noch... Die mal wieder Ausrüstung. Dummerweise. Das war dumm, was wir gerade gemacht haben. Rechter Arm haben wir schon? Nee, rechter, oder? Harnisch? Harnisch?
Was ist das? Linker Arm? Ja. Nee. Metallrüstung? Doch, mit Taschen. Komm, da kannst du mehr tragen. Das und das und das verkaufen wir. Ich wollte tatsächlich gerade nur... Ja, die Waffe nehmen. Den Shot nehmen. Na, dann verabschiede ich mich schon mal für diese Folge. Ich werde hier noch ein bisschen das Zeug hinterher tragen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dahin.